Was lange währt, wird endlich gut. Nur 5 Jahre haben Amazing Studios an Heart of Darkness gearbeitet und nachdem Infogrames Bomiko für den Vertrieb zuständig ist, scheint das Spiel auch endlich fertig zu werden. Sie sehen es schon, die Animationen vom Helden Andy sind wesentlich ausgefeilter als bei anderen Vertretern der Gattung. 2600 Animationen haben die Designer gemalt und zeitweise läuft das Spiel mit bis zu 36 Bildern pro Sekunde. Da wir uns in einer Schattenwelt befinden, müssen wir sehr genau auf die dunklen Ecken in der Umgebung aufpassen. Sonst passiert so etwas. Zum Glück haben wir unendlich viele Leben. Wir starten automatisch immer wieder an vom Spiel vorgegebenen Positionen. Die Aufgabe heißt also schlichtweg, einfach durchkommen. Die lange Entwicklungszeit hat auch technisch etwas Gutes. Das Spiel, so wie Sie es hier sehen, läuft auch noch auf einem Pentium 90 Computer, ohne Probleme. Immer wieder wird die Jump-and-Run-Action von ausführlichen Filmsequenzen unterbrochen. Bis zu einer halben Stunde Film haben die Entwickler auf der einen CD des Spiels untergebracht. Wow! Das sieht ja irre aus! Eine Insel, die auf dem Kopf steht! Mein Zuhause, Andy! Akrobat, Andy! Ja, Akrobat, die fliegende Kumpel! Juhu! Ja, Juhu! Wow, hier sieht's ja aus wie in der Karibik. Oh, hallo, Kumpel. Ich weiß, warum du gekommen. Mein Auge der Vision kann nämlich sehen alles. Ist die her? Ich zeichne meine Vision. Ist genau wie du. Du flattern von Himmel und suchen Kumpel wie diesen. Wow. Falscher Traum. Im späteren Spielverlauf treffen wir auf ausgeklügelte Rätsel. Hier müssen wir irgendwie an den Piranhas im Wasser vorbeikommen. Das erfordert eine umsichtige Spielweise. Ganz zum Schluss trifft man dann auf den Herrscher des Dunklen, mit dem wir uns den finalen Endkampf liefern. Bei unseren ersten Testspielen hat Heart of Darkness einen Heidenspaß gebracht. Ein endgültiges Testurteil können wir aber wie immer erst bei Erscheinen des Spiels abgeben.